So. Neuer Antrag. Rose war ihr Insider in FDG. Sie ist der Schlüssel zu allem. All dem. Zu all dem. Was haben wir hier noch? Anscheinend hat Cole Black das Versteck der Entführer selbst besucht. Okay. Selbst besucht. So. Selbst besucht. Ja, das ist natürlich die Frage. Im Prinzip wissen... Ist das gut oder ist das schlecht? Im Prinzip wissen wir jetzt ja grob, warum und wieso. Ne, wir wissen jetzt, warum Grace entführt worden ist. Was für mich jetzt nur noch die Frage ist, warum mit einer Bombe? Warum war da eine Bombe? Vielleicht, um vielleicht den Druck zu erhöhen. Das kann es natürlich sein. Zu einer anständigen Erführung gehört nochmal eine Bombe. Ist ja ganz klar, die nur aus Versehen hochgegangen ist. Aber die Frage ist momentan noch, welche Rolle haben wir da zu spielen? Wir waren ja eigentlich nur der, der sie retten sollte. Aber stecken wir da vielleicht auch mit drin? Stecken wir da vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch mit drin? Ja, super. Und wie kommen wir jetzt hier weiter? Das macht mich ein bisschen nervös, dass da Gas rauskommt. Können wir hier irgendwie... Warte mal, ich mach mal Wärme an. Mal gucken, ob hier irgendwie irgendwas ist. Und guck mal, das sind die Lämpchen. Wie bei Grace. Hier ist ja auch nichts. Ach, vielleicht haben wir hier noch was. Hä? War das Regal eben schon? Hä? Das war doch... Hä? Willst du mich verarschen? Da war doch eben noch alles... Da kamen wir gerade raus. So, und wir sind hier lang. Sind da längs. Dann sind wir hier lang. Ist immer noch zu, ne? Und hier war... Da war doch eben doch... Und hier stand ein Rechner, ein Laptop oder irgendwie sowas. Und hier... Das muss irgendwie so ein komisches Gas sein, wo wir wieder mal... Wo wieder mal die Realität verschwimmt. Garantiert. Ganz toll. Ich wusste ja, dass es nicht gut ist. Was ist das? Also, okay. Bin immer recht vorsichtig und gehe lieber mit der Waffe voraus. Da, guck mal, da schon wieder. Oh, das ist echt... Oh, ich hasse sowas. Ne? Du drehst dich um und ist plötzlich alles anders. Ich finde das echt nicht witzig. Ach, guck mal, da hat sich jetzt die Tür geschlossen. Interessant. Was haben wir hier? So waren noch mehrere Musik-CDs, wie es aussieht. Ach, das war hier bei Grace. Das war hier bei Grace, war das. Das sind einzelne Elemente aus Grace, ihrem Zimmer. Da ging es ja nicht weiter, ne? Nee. Und hier können wir eh nicht weiter. Da war alles gut. Pass mal auf, jetzt ist gleich wieder alles verschwunden. Ja, siehst du, war klar. Ist geil gemacht, muss man sagen. Ist wirklich sehr cool gemacht. Wir sind wieder mal in so eine Art Erinnerungsraum hier. Ja. Mit automatischer Türschließfunktion. Okay. Was haben wir hier? Fangen wir mal von vorne an. Name des Angestellten: Rose Atkins, geboren am 11. Januar 1984. Ausbildung: Sunnerfield University, Master of Science an der Fakultät für Informatik, Ingenieurwesen und Umweltbebauung. Also gar nicht mal so ein kleines Dummerchen. Karriere für FDG, Februar bis Oktober 2008, Praktikum in der Wissenschafts- und Technologieabteilung. Ah, da hatte sie wahrscheinlich die erste Berührung mit dem Gerät, oder sie hatte vielleicht schon den Auftrag bekommen, sich da zu bewerben. Und schauen wir mal. November 2008 bis heute arbeitete als Laborassistentin von Robert Ramsey an den folgenden FDG-Projekten: F10 Augmented Reality Helm System.
Helm-System, Corner-Gun-Waffensystem, Gedankenvisualisierungs-Headset noch in Entwicklung. Also sie hatte richtig schön Zugriff auf die ganzen Sachen. Und entweder wurde sie darauf angesetzt, und da gehe ich mal persönlich von aus, oder sie hat selber die Initiative ergriffen und, na, was weiß ich, vielleicht Käufer oder sowas gesucht, wer weiß das schon. So, dann haben wir wieder von Rose eine E-Mail an Neat Lane the Hay, weiß ich nicht. Da fällt mir ein, wir müssen Black besser im Auge behalten. Er ist der Typ Mann, vor dem man schlecht etwas geheim halten kann. Ich glaube kaum, dass er von unserem Vorhaben begeistert ist. Seien Sie vorsichtig. Und vergessen Sie nicht, ich habe mit Ihnen ein großes Risiko. Ich gehe mit Ihnen ein großes Risiko ein, Jasper. Enttäuschen Sie mich nicht. Wenn alles über die Bühne geht, gebe ich die erste Runde aus. Da ist natürlich, sie sollten ein Auge auf Black werfen. Waren wir vielleicht, das ist natürlich die Frage, waren wir da jetzt, gehörten wir da vielleicht zur Sicherheit oder waren wir irgendwie ein Verbindungsmann oder sonst irgendwie was? So eine Art Verbindungsmann. Was haben wir hier unten? Greg, ich weiß, dass du's warst. Rose, was war ich? Greg, ich bin im Arsch. Sogar der Chef denkt, ich bin irgendein Perverser. Rose, erstens, ich habe nichts getan. Zweitens, jeder hier weiß, dass sie ein kleiner Perversling sind. Das ist nichts Neues. Greg, damit kommst du mir nicht davon, du blöder Schlampe. Rose, für sie immer noch Fräulein Schlampe. Wenn sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich habe viel zu tun. Manche von uns haben schließlich noch ihren Job. Okay, also sie hat da an etlichen Stühlen gesägt. Joel, hey, hast du heute Rose gesehen? Nein, wieso? Du hättest sehen sollen, was sie anhat, beziehungsweise nicht anhat. Guck mal, Clement ist auch geil, ne? Clementine, Joel, alles so, ne? Ist egal. Ist sie etwa nackt? Nein, sie hat eigentlich nur ihre Bluse aufgeknöpft, aber mit dem Blick will sie garantiert jemanden Asap-Vögeln? Jemanden Asap? Soll das so sein? Naja, nichts Neues. Die findet noch einen Weg, uns alle über den Tisch zu ziehen. Auf meiner Liste der größten Bösewichte ist sie auf Platz 2, knapp hinter Tulku. Was machst du eigentlich heute Abend? Amber und ich gehen in diesen neuen Club, Lacuna. Den kenne ich, der ist klasse. DJ Rektal wollte ich gerade sagen. DJ Rekal, keine Ahnung, hat das letzten Freitag aufgelegt. Kommst du also auch? Absolut. DJ Rektal. Ach, herrlich. Ja, das ist schön. Rose Atkins, Lab Assistant. Ja, genau, das ist ihre Karte. Achso, da wieder so ein Jump-Foto. Das machen wir etwas später. Erstmal FDG takes the lead. Monatliche Technik-News, Ausgabe 25. FDG setzt sich an die Spitze. Nicht einmal 2 Monate ist es her, dass wir über die Pläne von Advanced Defense Strategy berichteten, eine kreative, die Welt zum Positiven verändernde Kraft zu werden, so zumindest CEO Roger Howard. Mittlerweile hat jedoch die Future Defense Group, der Rivale, da kann ich schon von ausgehen, dass die garantiert sich da gegenseitig ausspielen und haben. Mittlerweile hat jedoch die Future Defense Group, der Rivale von ADS, zum ersten Mal in der Geschichte einen Großteil des europäischen Waffenmarktes für sich gewinnen können. 1996 vom jungen Unternehmer John Leatham gegründet, begann die Future Defense Group als Entwickler, Hersteller und Vertreiber von elektrischen Waffen und Rauchgranaten. 5 Jahre später erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um die Herstellung von Pistolen und wurde schnell zu einem der größten Rüstungsunternehmen des Landes. Und wir wissen ja, Ramsey hat für FDG gearbeitet. Das bedeutet also, ich vermute mal, dass Roger Howard oder einer seiner Bediensteten, wie auch immer, dass der bei der FDG, nee, Moment, FDG war doch der andere, oder nicht? Da muss ich nicht, dass ich jetzt durcheinander komme, warte mal. Und dann begann die Entwicklerhersteller, warte mal, nee, das war diese ADS, ich meine die Advanced Defense Strategy. Also dieser CEO, Roger Howard, der arbeitet bei der ADS und der steckt sicherlich dahinter, die Grace entführt zu haben, beziehungsweise die Technologie letztendlich von Ramsey zu klauen, von der Future Defense Group. Na, das denke ich mal, das ist der grobe Werdegang. Was haben wir hier? Betreff Praktikum hoch. Scott
ich weiß, du bist nicht wirklich an ihr interessiert, aber ich denke, dass wir Rose Atkins einstellen sollten. Ich weiß, dass sie etwas anstrengend ist, aber sie ist hochintelligent und ihre Empfehlungsschreiben sind wirklich beeindruckend. Wirf noch einmal einen Blick auf ihren Lebenslauf für mich, okay? Ich würde sie gerne einstellen, aber nur, wenn ich dich auf meiner Seite habe. Mit besten Grüßen, Robert. Robert Ramsey. Robert Ramsey hat sie also selber als Praktikantin reingeholt bei der Future Defense Group. Future Defense Group. Ich will mal kurz reingucken, dass ich da keinen Blödsinn erzähle. Future Defense Group. Da hat ja Ramsey gearbeitet und ADS. Okay, das waren die Rivalen, alles klar. Gut, also da siehst du, das ist eigentlich so der Startpunkt an Scott Hopkins. Naja, vielleicht täuschen wir uns ja auch. Vielleicht ist es, entweder ist es so einfach oder da steckt wesentlich mehr hinter. Schauen wir mal. So, was haben wir hier? Mitreff, willkommen an Bord. Ich bin froh, dass du bei uns bist, Atkins. Ich weiß, dass es keine leichte Entscheidung war. Achte einfach auf die allgemeine Stimmung und lass Jay nichts Dummes anstellen. Vergiss nicht, was ich dir über ihn erzählt habe. Hm. Ja. Betreffe E-Mails, E-Mail von Atkins. Priorität hoch. Herr Hopkins, wie gewünscht, sende ich Ihnen eine Kopie der E-Mail von Rose zu, um es kurz zu machen. Sie scheint eine Gehaltserhöhung zu verlangen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dermaßen unersetzbar ist, wie sie vorgibt zu sein, aber vielleicht liegt das auch nur an mir. Mit besten Grüßen, Madeleine. Liebe Madeleine, mit diesem Schreiben bitte ich Sie offiziell, meine Stellenbezeichnung zu etwas anderem als Laborassistentin aufzuwerten. Das war dann das Original von Rose anscheinend, beziehungsweise die erste E-Mail. Aufzuwerten. Mein Mitwirken an Dr. Ramseys Pandoras Savant war wesentlich und er teilte mir bereits mehrmals mit, dass er nicht wisse, was er ohne mich tun würde. In den letzten Wochen habe ich bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet, um Dr. Ramsey bei der Bereinigung von Programmfehlern und dem allgemeinen Verständnis der Technik zu unterstützen. Um diese Zeit aufzubringen, musste ich mich in anderen Lebensbereichen erheblich einschränken. Ich würde mich niemals beschweren, denn ich liebe meine Arbeit und durch, allerdings denke ich, es ist an der Zeit, dass FDG meine Bemühungen anerkennt. Falls nötig, würde ich mich darüber freuen, die Angelegenheit mit Herrn Hopkins persönlich zu besprechen. Na, direkt gleich ans Fleisch, ja, ist richtig. Mit freundlichen Grüßen, Rose Atkins. Sie wollte also mehr Geld. Okay. Was haben wir hier? April 2014 bis 31. März 2015. Neue FDG-Projekte, Statistiken, Name des Angestellten, Projektarbeitsstunden am Projekt Gesamtstunden. Erstens Aslan Gregg, Keen Eye, Laservisier, 1560 Stunden, F10, Augmented Reality, Helmsystem, 520 Stunden, Gesamt 2080 Arbeitsstunden im Jahr. Das ist üppig. Zweitens, Atkins Rose, F10 Augmented Reality Helm System, 1940 Stunden, oh, ist auch krass. Gedankenvisualisierungsheadset 960 Stunden, Gesamt 2900 Arbeitsstunden im Jahr. Cole Logan, Corner Gun, dritte Generation, 520 Stunden, Gesamt 520 Arbeitsstunden im Jahr. Der hat sich ein bisschen zurückgehalten, würde ich sagen. Dann haben wir an vierter Stelle Forster George. Keen Eye Laservisier 400 Stunden, Corner Gun, dritte Generation 640 Stunden, Gesamt 1040 Stunden im Jahr, Seite 7 von 12. Also hat Rose durchaus mehr Zeit investiert, allerdings auch mit einer anderen Motivation, will ich es mal sagen. So, lalalala, so, wir haben jetzt das Foto, wo wir wieder in die nächste Vergangenheit springen. Okay. What do I need to do this time? Search the memory for Rose Atkins. Find out who her employer was. Find out why she would turn on me after I gave her everything. Okay. And then we will find out your involvement, Mr. Black. We still need to know why you were there. Okay. Also kommen wir dem der Wahrheit immer näher. Erstmal gucken wir uns jetzt die Vergangenheit von Rose an. Warum sie Ramsey verraten hat. War es vielleicht nur wegen Geld oder, keine Ahnung, macht sie sowas öfter? Wir werden es gleich erfahren. Ach hey, das ist aber auch... Hallo? Ja, warte mal, kennen wir das nicht? Die Figuren kommen ja so irgendwie
bekannt vor. Vielleicht täusche ich mich auch. Where is this? I don't know this place. Ah, yes. Homewood Cemetery. I'm afraid I do. And if the Pandora has brought you here, then you do too. And how do you know this place? It's next to the company building. It allowed Rose and I to have a certain privacy. Looks like we met here too. So where is she? Black, wenn Sie reden wollen, treffen Sie mich auf dem Friedhof von Holmwood and... oh mein Gott. Von Wolmwood am Stadtrand, Rose. Von Rose, Black. Okay. Also, sie wollte uns tatsächlich treffen, aber wir wissen nicht, warum wir... Also, wir können uns an diesen Ort nicht erinnern. Wir können uns an diesen Ort nicht erinnern. Aber Rose hat uns offensichtlich hierhin eingeladen. Ist das Rose Tasche? DNA and fingerprints confirmed. Rose Atkins. Rose? Black, listen. I know you're angry, but the wheels are in motion, and there's nothing either of us can do to stop them. I can't have anyone standing in my way. Especially not you. I'm starting to remember. I was looking for Grace. I think Rose had her. I was trying to stop her. I didn't mean to see this way. But you're now a liability. Security, make it painless. Goodbye, Black. I'm sorry. Ah, so, okay. Verstehe. Also das spielt jetzt, also das ist quasi die Situation in der Zeit, wo Grace schon entführt gewesen ist und wir quasi auf der Suche nach ihr waren. Also, coole Musik im Hintergrund. Und wir hatten halt herausgefunden, oder wir waren der Meinung, dass Rose das gewesen ist. Da hinten steht noch jemand. Ich glaube, den müssen wir gleich abknallen. Ja, dass es Rose gewesen ist und wir wollten sie halt zum einen aufhalten und vielleicht auch Grace retten. Was? Was war das? Ich knall euch so gleich ab. Wofür ist ne? Ach, oh, guck mal, eine Waffe. Nett. Können wir gar nicht aufnehmen. Schade. Church Cemetery. Da sind wir. Da wo wahrscheinlich der rote Punkt ist. Ja, steht ja auch da. Church Park. Da sind wir. Wir müssen sowieso. Wir gucken uns sowieso mal alles an hier, weil ich möchte echt alles angucken. Achso. Ich glaube, wir sollten uns so langsam mal die Waffe schnappen. Kann man noch die Waffe so ein bisschen... Ach so. So. Ich kann mir nicht helfen, wenn mir passt die Musik hier, weil ich den Titel gut finde, aber... Aber irgendwie... Wir sind auf dem Friedhof und da spielt so eine Musik, ich meine... Ich will dich abhauen, ich will euch treffen. Ist da noch einer? Nicht, dass mir gleich einer von links hier in die Parade fährt. Ich meine, gut, dass ich die Corner Gun mal gar nicht nutze, weil wir hätten uns das auch einfach machen können. Hier, zack, einmal. Ich finde die Musik geil, aber trotzdem, ich finde das ein bisschen... Ui, ein bisschen unpassend. Ja, deswegen knall ich sie alle ab, damit wir die Zeit haben.
schon wieder einer. Ding. Ding, ding. Meine Waffe brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. So eine rote Tasche. Kann sie nicht für immer verstecken. Ich will mich ja gar nicht verstecken. Ich will ja euch ja finden. So ist es ja nicht. Kommt doch lieber raus, dann können wir das gleich beenden. Alles ist sauber. Okay, wir sind wieder grün. Musik ist aus. Nein, Musik wieder an. Ach, guck mal hier, das A. Da, guck mal, was wir da oben haben. Hm. So, da geht es auf jeden Fall weiter da hinten. Aber ich will so ein bisschen hier noch rumgucken. Aber ich glaube, Hinweise sind hier nicht. Sonst wären ja auch, sonst wären schon die grünen LEDs gekommen, ich glaube. Ui. Schieß hier aber auch. Ich muss aber auch sagen, da ist die Steuerung beim Zielen, beim Aiming so ein bisschen schwammig, muss ich sagen. Die Musik finde ich echt gut. So ein bisschen easy listening, hätte ich jetzt fast gesagt, aber so ein bisschen. Ui! Vorsicht! Sonst krepieren wir gleich. Wo ist er? Da bist du. Was? 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 Das? Nein, das ist unfair, das ist unfair! Ich schieße! Ich schieße! Oh, oh, oh. So, komm. Huch! Komm, du Sack. Der andere trifft ja noch nicht, der andere. Na komm. Oh, Alter. Na komm schon. Nein! Da müssen wir doch die harten Geschütze rausholen hier. Komm, machen wir es mit dem Platt, den sehen wir wenigstens. Es läuft doch. So, jetzt kriegen wir die auch noch. Oh, Alter, ist das eine Waffe? Das Aiming ist ja aber auch wirklich. Alter! Ach, das ist eine Shotgun oder was ist das? Das ist ja auch witzig. So, da kommt, glaube ich, keiner. Wir machen uns das mal einfach. So. Hass ihn. Das ist so eine scheiß Pumpgun ist das. So. Da, da ist die nächste Tasche. Da ist noch eine. Ich würde ja gerne lieber die aufnehmen, weil diesen Sturmgewehr komme ich ein bisschen besser klar. Ach so. Oh, naja, gut, okay, dann nehmen wir halt die normale Waffe so mit. Wir brauchen ja hier momentan kein PDA. Was ist das denn? Ach so, ein Lichtstrahler.
Sachen, die Welt nicht braucht. Hallo? This doesn't make any sense. Rose wouldn't have access to this many men. An anxious mind is likely to produce more troubled environments inside the Pandora. You're not worried about anything, are you, Black? Yeah. Worried about getting shot. It's not real, Mr. Black. Just perceived threat that your mind is heightening inside the Pandora. It still fucking hurts. Okay, da kommen wahrscheinlich die nächsten Gegner, sonst würde ich die Musik nicht einsetzen. Ach, dann ist doch schon wieder irgendwas da. Dann. Ach, guten Tag. Was? Warum habe ich jetzt hier diese gelben Lichter hier? Oh, deswegen. Na komm. Ah, Mist. Ah, wo bist du? Scheiße. Ich glaube, da haben wir gleich ein Problem. Ui, siehst mich nicht, siehst mich nicht. Ach, warte mal, wir sind ja auch doof. Warum gehen wir... Ja! Wir haben noch hier irgendwo garantiert eine Waffe rumliegen, oder? Wir haben noch hier einen erschossen, der stand noch hier direkt... Ah, da ist er. So geht doch. Verfluchter ist weg. Naja, eigentlich nicht. Wenn er mal die Augen aufmachen würde, dann würde er mich eben auch eiskalt sehen. Können wir hier irgendwie... Achso, das war Munition, das ist sehr gut. Was? Ja, auf die Entfernung siehst du mich jetzt, oder was? Ist klar. Dies ist ja klar. So, warte mal, was ist mit dem? Wo bist du denn oben? Hä? Ich sehe keinen, aber... Aha. So macht man das ja eigentlich. Also wenn man wirklich stealth-mäßig durchgehen wollen würde, dann könnte man diese Deckung nutzen. So, zack. Wo bist du jetzt? Na komm. Wo bist du? Hier war er doch eben noch. Oder? Da geht's doch garantiert weiter. Warte, ich will aber hier nochmal kurz schauen. Aber... Mach die Musik nicht aus, das ist so schön! Gibt's hier drin noch was? Ah, ne, okay, das Tor ist geschlossen.
Okay. Hallo, hoch. Halten Sie sich einfach da raus. Okay, also wusste Black an sich schon, wer... Ich habe zwar jetzt nicht gescannt, aber ist egal. Also wusste Black insofern schon, wer dafür verantwortlich ist. So, machen wir mal. So. Ach, die Musik ist aus. Fingerprints. Ach, da. Fingerprints, okay, das heißt, wir brauchen noch garantiert. Kommen wir mit. Da kommen wir nicht mit weiter. Da auch nicht. Enter Code. Ja. Miau, miau, miau. Ich weiß es nicht. Jup, 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 jup. Ist sowieso verkehrt. Ja, wo kriegen wir jetzt die Fingerprints? Ja, wo kriegen wir die Fingerprints denn her? Fingerprints, Fingerprints. Ach, guck mal, da sieht man das jetzt. Das habe ich eben nicht gesehen. Hier vorne, ich war einfach zu nah dran. Guck mal, hier sieht man es ein bisschen deutlicher. So, da kann man es jetzt gar nicht sehen. Also, 3, 4 und 8. 3, 4 und 8 auf jeden Fall. Ach, guck mal, jetzt zeige ich das an. Ah, guck mal. Ja, Moment, cancel. 3, 4, 8. Falscher Code, also wahrscheinlich 8. 8. 3. 4. Oh! Okay, gut. Ich dachte, ich hätte 2 zu 2 zu wenig, aber okay, gut. Ist egal. Jo. Hallo. Ich will die Musik wieder haben. Ein neues SMS erhalten. Ich würde versuchen, sie davon abzuhalten, aber sie sind nicht vernünftig genug, um mir zuzuhören. Unbekannt, na, wenn das mal nicht der Auftraggeber ist. So, da aufsuche ich schon mal Moors. Und hier vorne können wir wieder zurückspringen. Ich springe auch noch mal einmal kurz zurück, weil ich weiß nicht, ob wir hier jetzt speichern können. Oder ob wir damit speichern. Ich springe gleich wieder rein. Okay. Da sind wir wieder. Und da... Okay. I appreciate how seriously you're taking our investigation, Mr. Black. Good work. Ja. Ach so, das ist das gleiche Bild. Also es spielt keine Rolle, ob wir nun hier drin gucken oder draußen. Das ist wurscht. So, gucken wir doch mal... Rose und Jasper. Ach, guck mal, hier haben die... Die Dokumente, die wir im Nachhinein gelesen hatten, die haben sie wieder hinzugefügt. Okay. Meeting with Rose. Und das wird wahrscheinlich noch kommen. Jasper's Dying Minutes. Ach, okay, das war da. The Victim. Okay, The Kidnapping. Das war auch gut. Das kennen wir natürlich alles hier. Das heißt, uns fehlt noch ein Bild, wo wir nicht wissen... Was, das wird wahrscheinlich unsere eigene Geschichte sein. Hier steht Job for Robert Ramsey. Advanced Defense Strategy Headquarters. Da waren wir. Achso, das war ja die Geschichte. Ja, richtig. Meeting with Rose. Das ist das, wo wir eigentlich jetzt drin sein müssten. Ja, genau. Steht auch da. Holmwood Cemetery and Future Defense Group Headquarters. Und dann haben wir hier noch ein Feld frei. Komplett. Also, ja. Nun gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Viel Spaß noch auf meinem Kanal. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge Get Even wieder. Macht es gut. Tschüss.